Bible says, and when his eyes were open. Und hier sagt die Bibel, dass als sich aber seine Augen öffneten. Amen. Amen. His eyes were open. Seine Augen waren geöffnet. He saw no man. Er sah nichts, keinen Menschen. People of God. Volk Gottes. Look at something here. Also schaut euch bitte etwas hier an. Don't miss this. Also bitte das hier nicht verpassen. How can your eyes be open? Wie kann deine Augen geöffnet sein? And you don't see people. Und du siehst keinen Menschen. You're surprised because this has not happened to you. Ja, also du bist überrascht, also du bist verblüfft, warum bei dir das nicht passiert ist. This is true regeneration. Aber genau das ist wahrhaftige Wiedergeburt. When your eyes open, wenn deine Augen geöffnet sind, you will not see any man. Also selbst zu Corona-Zeiten wirst du keine Menschen sehen. You will see only God. Du siehst nur Gott. This is what happened to Paul. Aber genau das ist Paulus geschehen. When his eyes was open, als ihm die Augen geöffnet waren, he could not see man again. Er konnte keinen Menschen mehr sehen. He could not differentiate that, oh, these were the Christians and these are the Jews. So he could not recognize that, but what was I doing? What was I going after these people? I can't see them anymore. The only thing I could see is only God. The only things I could see is what God has done. The finished work of Christ. I could only see the event, the result of the event of Christ's death, burial and resurrection. I tell you, when the light of God's grace and truth come into you, your perspective change. He's not talking about physical seeing here. He's talking about the fact that he could not see anymore in the physical, amen, but he could see in the spiritual. Amen. And that is why in the spiritual there is no man but only one man. So he could only see God. Hallelujah. Amen. I pray that that encounter will happen to you today. Amen. And your life will never be the same. You will not, amen, see your friend who hurts you. Amen. You will not see your family member who abuse you. You will not see all those events that happened in the past which, amen, are nothing. Amen. All those things will not harass you, amen, anymore, because you will come to a place where you have acknowledged that it is only God. Amen. Apart God, there is no other. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Es ist wichtig zu begreifen, dass das, was Paulus passiert ist, er konnte keinen Menschen sehen. Nun, man würde natürlich darauf schließen, dass er also körperlich blind war, aber das ist hier nicht der Fall. Es geht hier nicht um körperliches Sehen oder körperliches Blicken. Es geht hier darum, dass das, was er vorher, und zwar aus diesem Grundlage der Trennung, aus diesem Grundlage der Zweierlei, was er bisher, also der Dualität, was er gesehen hat, das war nicht mehr vorhanden. Er konnte innerlich keinen Menschen mehr sehen. Warum nicht? Weil ihm wurde das Licht, und zwar eine andere Perspektive, beschert. Ihm wurde Gnade und Wahrheit beschert. Er konnte nur noch Gott sehen. Das bedeutet, er konnte keinen Christen mehr sehen, keinen Juden. Er konnte diese Unterschiede nicht mehr sehen. Doch was konnte er nun sehen? Er konnte nur eins sehen, nämlich Gott in sich. Und das ist wichtig, dass du genau das hörst. Das ist mein Gebet heute, dass das Licht Gottes, nämlich das Licht der Gnade und der Wahrheit Gottes, bei dir aufgeht. Wozu? Damit all das, was dich bis jetzt schikaniert hat, sei es dein Umstand, sei es, dass du sagst, okay, jemand hat dich in der Vergangenheit verletzt oder der Nachbar, die Nachbarin oder was auch immer dein Leben bisher im Schatten gestellt hat, in den Namen Jesu Christi. Durch das Licht der Gnade und Wahrheit bist du davon nicht nur befreit, sondern du bist freigesetzt, nämlich das Leben der Gnade und das Leben der Wahrheit zu führen, und zwar ab heute in den Namen Jesu Christi. That's why Paul, after his regeneration, und deshalb Paulus nach seiner Wiedergeburt. You see, many of us says, oh, we are regenerated, we are now Christian. I tell you, you haven't really encountered what Paul encountered. If you really have encountered the light of grace and truth, I tell you, you will think like Paul when he was writing to the Galatian, in Galatians 3, the verse number 28. He says, there is neither Greek nor Jew. He says,
there is neither male nor female. He says there is neither bond nor slave, but there is one in Christ. How could he write such a thing? Someone who was deeply religious, someone who was deeply divisive, someone who sees differences. He saw two religions. From that moment when his eyes opened, there's something that happened to Paul. He became blind to religion. Amen. He could not see people again differently. Amen. He could not see distinction, but his eyes was open to the reality of the gospel. And I pray that today, from this day forward, you will encounter true regeneration. Amen. And you will begin to live from that perspective. Amen. When you do that, your impact will be great on earth. Amen. Your legacy will be talked of even after you've gone physically. Amen. Because that is the message embodied in the gospel of Jesus Christ. And we have been given this great privilege to bring it forth in our generation. Amen. Es ist wichtig auch zu begreifen, dass wenn man wirklich die Wiedergeburt erlebt, also dieses neue Schöpfung in Christus. Also manche sagen, sie haben das erlebt und da passiert nichts. Also das stimmt nicht ganz. Denn wenn wir Paulus anschauen, und zwar in Galaterbrief 3, Vers 28, da ging es los, dass er einfach mal wirklich bekannt gemacht hat, dass nun in diesem, also jemand, der das Licht der Gnade und Wahrheit erlebt, in Christus gibt es keinen Juden noch Griechen. Man muss mal begreifen, Paulus ist jemand, der tief in, ich sag mal so, in der Religion begraben war. Er war jemand, der wirklich, sein ganzes Leben der Religion gewidmet hat. Doch nun, durch diese Wiedergeburt, durch dieses Aufleuchten des Lichts der Gnade und Wahrheit, was schrieb Paulus? Nämlich, es gibt keinen Juden, es gibt keinen Griechen, es gibt keinen Männlein, keinen Weiblein, gibt keinen Gebundenen und keinen Freien, sondern es gibt nur den einen Menschen, nämlich der Mensch in Christus, die neue Schöpfung in Christus. Und deshalb ist das mein Gebet für dich heute, dass bei dir das Licht aufgeht, dass du in der Lage bist, nämlich dieses Licht der Gnade und Wahrheit aufzunehmen, damit all das an Fesseln, an, all das, was bisher bei dir programmiert war, dass sie alle gesprengt werden. Es gibt nicht mehr. Du wirst blind sein zur Religion, blind sein zu all dem, an Kategorisierung der Menschheit, sondern du bist in der Lage, nur eins zu sehen, dass du eine neue Schöpfung bist. Und alles, was du begegnest, begegnest du aus der neuen Schöpfung heraus.